Erste Beratung des von der Fraktion der CDU-CSU eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Handels- und Außenwirtschaftsbeziehungen der Europäischen Union. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich sehe, dass Sie überwiegend Ihre Plätze eingenommen haben. Dann kann ich die Aussprache eröffnen, und es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Februar hat der Finanzminister die wirtschaftliche Lage Deutschlands als peinlich bezeichnet. Der Wirtschaftsminister hat von einer dramatischen Lage gesprochen. Man müsse mehr für das Wachstum machen. Wir stellen fest, vier Monate später, die Lage bleibt dramatisch. Deutschland ist in der wirtschaftlichen Stagnation, kein wirkliches Wachstum nirgends. Wir sind Schlusslicht der Industrieländer. Investitionen fließen aus Deutschland ab wie nie zuvor. Wer kann, investiert im Ausland. Die Arbeitslosenzahlen steigen spürbar, jetzt auch im Mai, wo es eigentlich in die andere Richtung geht. Kurzum, die beiden Minister hatten recht. Die Lage ist peinlich für die Industrienation Deutschland. Die Lage ist dramatisch. Aber es passiert nichts. Diese Regierung tut nichts seit vier Monaten. Sie streiten täglich. Der Kanzler redet die Lage schön. Sie setzen die falschen Schwerpunkte. Weniger Kiffergesetze und mehr Konjunkturpakete. Das wäre der richtige Schwerpunkt hier für das Regierungshandeln. Theodor Weimer, der Chef der Deutschen Börse, hat seinem Frust in einer in den sozialen Medien aktuell viel beachteten Rede freien Lauf gelassen. Ich zitiere: So schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie. Noch nie. Die Investoren schütteln nur noch den Kopf. Die sagen, wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Die Gespräche mit Investoren haben fatalistischen Charakter. Die Wahrheit ist, die internationalen Investoren investieren nur noch in Deutschland opportunistisch, weil sie sagen, ihr seid so günstig, wir sind zum Ramschladen geworden. Zitat Ende. So wie Theodor Weimer denkt, denken viele führende Vertreter der deutschen Wirtschaft. Und genau das fragen einen auch viele Investoren. Was ist aus Deutschland geworden? Ein Standortvorteil Deutschlands war immer seine Verlässlichkeit. Eine Investition in Deutschland war immer eine sichere Bank. Das ist mit der Ampel anders. Seitdem Sie regieren, wird Deutschland nach hinten durchgereicht als Standort. Alle sind verunsichert jenseits der Rahmendaten. Die Regierung selbst ist es mit ihrem täglichen Streit von Wirtschafts- und Finanzminister in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ihr Streit ist mittlerweile zum größten Standortrisiko für Deutschland geworden. Die Ampel ist zum größten Standortrisiko für Deutschland geworden. Und so wenig Sie für den Wirtschaftsstandort Deutschland mit Reformen im Land machen, so wenig tun Sie was für die Exportnation Deutschland. Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Es gibt kaum ein anderes Land, das mehr vom freien Handel profitiert als Deutschland. Wir wollen weniger abhängig werden von China, haben wir gerade vom Kollegen Petri auch noch gehört. Wir sollten doch mehr auch tun, um etwa andere Länder davon zu überzeugen, nicht mit China den Weg zu gehen. Doch was passiert? Eine deutsche Initiative, um Mercosur, das Handelsabkommen mit Lateinamerika, voranzutreiben, gibt es nicht. Das wäre das größte Freihandelsabkommen der Welt. Doch was machten Sie? Sie überfrachten Handelsabkommen mit immer neuen Themen, reisen mit moralischem Zeigefinger durch die Welt, verärgern immer mehr unserer Partner. Es ist ein historisches Versagen, wenn diese Bundesregierung es zulässt, dass Mercosur am Ende nicht kommt. Ein historisches Versagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und daher legen wir heute dieses Handelsoffensive-Gesetz vor. Alle Wirtschafts-, Investitionen und Handelsabkommen der EU, die so weit sind, dass sie der Deutsche Bundestag ratifizieren kann und sollte, haben wir in diesem Gesetz zusammengefasst. Und wenn Sie uns gleich sagen, ein Teil der Abkommen würde doch auch das Kabinett ratifizieren wollen, ja, stimmt. Aber wie oft haben wir es erlebt in den letzten zweieinhalb Jahren, dass Gesetzentwürfe der Bundesregierung hier im Deutschen Bundestag wegen ihres Ampeldauerstreits auf der Strecke geblieben sind? Zudem fehlen in Ihrem Gesetzentwurf etwa die Investitionsabkommen mit Singapur und Vietnam.
Und wenn Sie sagen, manche der Abkommen, um das gleich vorwegzunehmen, sind schon so alt, das hätte doch schon die Große Koalition ratifizieren sollen. Ja, stimmt auch. Umso mehr wird es Zeit, dass wir sie endlich ratifizieren. Und daher laden wir Sie ein. Ja, wir fordern Sie auf. Das sind EU-Abkommen. Auch mit Blick auf den Sonntag wäre das ein gutes Zeichen, wenn der Deutsche Bundestag sich einig wäre. Lassen Sie uns dieses Gesetz hier zügig beraten und sehr bald zur Abstimmung bringen. Deutschland muss der Welt endlich das Signal senden, dass es ein Partner für freien Handel sein will, dass es handlungsfähig ist, dass es vorangeht. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Markus Türns. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, lieber Kollege Spahn. Zunächst einmal lassen Sie mich etwas Positives sagen, dass Sie einen Gesetzentwurf geschrieben haben, der sich damit beschäftigt, dass die und auch beschreibt, dass die Handelskompetenz auf der europäischen Ebene liegt, ist ja schon ein Fortschritt gegenüber den Anträgen, die wir in den letzten Monaten hier hatten, wo sie immer nur vergessen hatten, dass eigentlich die Europäische Union über Handelsverträge verhandelt und es nicht Aufgabe des Bundestages ist. Aber die Aufgabe des Bundestages ist die Ratifizierung. Da haben Sie recht. Aber Sie sind lernfähig, das ist schon mal ganz gut. Und damit kann man auch arbeiten, das will ich an der Stelle auch sagen. Aber ich will da noch mal einen Hinweis machen, weil Sie haben ja fast drei Viertel Ihrer Rede nicht mit Ihrem Gesetzentwurf sich beschäftigt, sondern eher damit, dass Sie beschrieben haben, wie schlecht diese Ampel und alles das wäre. Das ist ja das Lamentieren, was Sie immer machen. Sie reden dieses Land schlecht und Sie haben keine Lösungsansätze. Und dieser Gesetzentwurf ist nun wirklich kein Lösungsansatz, das will ich mal sagen. Und die alte Leier von Mercosur, die kann ja mittlerweile hier auch schon keiner mehr hören. Weißt du, es ist ja wohl wirklich, das gefällt Ihnen jetzt nicht, ne? Das gefällt Ihnen nicht. Aber das muss ich Ihnen leider mal sagen, Herr Spahn. Es ist, wie es ist. Mercosur ist noch nicht zu Ende verhandelt. Und das macht nicht die Bundesrepublik Deutschland. Das macht nicht der Bundeswirtschaftsminister, sondern das macht die Europäische Union. Und die Verhandlungspartner auf Seiten Mercosur, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, haben auch Eigeninteressen, über die wir reden müssen. Und wenn wir wirklich guten Klimaschutz erreichen wollen, und das ist das Ziel auch mit Handelsverträgen, dann heißt es, hier geht Ordentlichkeit und Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und das muss man leider auch mal zur Kenntnis nehmen. Es ist erfreulich, dass Sie Handelsabkommen schnell voranbringen wollen. Das wollen wir auch. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat das auch gesagt, dass er sich mehr Abschlüsse wünscht und auch schnellere. Ich glaube, das ist auch richtig. Beschleunigung darf aber nicht auf Kosten der Gründlichkeit gehen. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und ich finde, was hier so ein bisschen fehlt in Ihrem Gesetzentwurf, ist der Anspruch von Transparenz. Wir brauchen Transparenz in diesen Verfahren. Gerade deshalb, weil wir ja erlebt haben, wie teilweise Abkommen auch verhetzt werden können. Wir haben es doch erlebt, was war bei CETA, der Debatte, was auf den Straßen los war. Menschen haben dagegen demonstriert. Und man musste sehr genau aufklären, was in diesem Vertrag steht und was nicht drin steht. Und deshalb ist es wichtig, wenn man so etwas macht, dass man das auch ordentlich macht. Ich finde allerdings, das muss ich Ihnen jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, dass so ein Omnibusverfahren, wo Sie einen Gesetzentwurf schreiben, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, wer das jetzt hier noch nicht mitbekommen hat, ist ein Gesetzentwurf, in dem sechs verschiedene Abkommen gleichzeitig ratifiziert werden sollen durch die Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon ein ziemlich eigenartiges Verfahren, muss ich sagen. Das sind unterschiedliche Regionen, das sind auch unterschiedliche Verträge, die man sich erstmal sehr genau angucken muss und die man auch sehr differenziert machen muss. Und ich finde, da muss man das auch noch mal deutlich aufsetzen. Dem muss man übrigens auch Rechnung tragen, will ich Ihnen sagen. Und dann kommen wir doch mal hinzu. Dazu gibt es nämlich auch Hindernisse in den verschiedenen Abkommen, die noch nicht ausgeräumt sind. Beispiel Vietnam hat bestimmte ILO-Kernarbeitsnormen noch nicht ratifiziert, obwohl das mit denen vereinbart ist. Wir sollten tunlichst schauen, dass das passiert. Andere Bereiche wie der Kfz-Sektor sind ebenfalls noch nicht abschließend geregelt. Und jetzt kommen wir mal zu Ihrem Gesetzentwurf. Sie haben sehr umfassend, ich finde auch sehr
sehr fleißig einen Gesetzentwurf geschrieben, in dem Sie 6 Handelsverträge. Was Sie dabei so ein bisschen vergessen haben, das hätten Sie nämlich mit reinnehmen sollen, ist aber eine kleine Fleißarbeit, ist beispielsweise, dass Sie in dem Artikel 1, den Sie in Ihrem Gesetzentwurf haben, die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, ist übrigens seit Oktober 2060 vorläufig in Kraft. Übrigens vorläufiges Inkrafttreten ist völkerrechtlich ganz normal, gibt es übrigens seit dem Westfälischen Frieden, falls da mal einer eine Frage hat, also schon ein paar Jahrhunderte her, ist weiterhin in Kraft. Ist übrigens nicht nur von Deutschland bisher nicht ratifiziert worden, sondern auch von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Irland, Italien, Frankreich, Zypern, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien, Slowakei, Schweden. Nur mal ein Beispiel. In Artikel 2 wird dann die Vertragspartei Zentralafrika genannt. Das ist wirklich spannend. Das ist ein interessantes Abkommen. Bisher gibt es dazu nur mit Kamerun eine vorläufige Anwendung des Abkommens seit 2014. Gabun, Kongo, die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Sao Tome und Prinzip sowie Äquatorialguinea haben noch nicht mal unterzeichnet. Solange das nicht unterzeichnet ist, können wir hier doch gar nichts ratifizieren. Ich meine, man muss doch mal über die Rahmenbedingungen reden. Wir wollen das ratifizieren, aber das muss doch schon mal schauen, das haben Sie rein. Dann gibt es ein Interimspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und Ghana, seit 2060 vorläufig angewendet, ist bei Ihnen in Artikel 13 genannt. Auch da haben wir das Problem, seit Juli 2021 beginnt Ghana mit der Liberalisierung des Zugangs zu einem Markt für 80% des Gesamtvolumens der EU-Exporte. Ratifiziert hat so gut wie kein europäisches Land bisher, weil es auch hier gilt, Probleme auszuhalten. So, ich habe die vielen, vielen Abkommen jetzt erwähnt. Ich könnte da noch weitermachen. Es macht keinen Sinn, es in einem Gesetzentwurf zu ratifizieren. Es macht schlichtweg keinen Sinn. Wir sind dafür, die Abkommen zu ratifizieren. Das werden wir auch machen. Im Übrigen ist es uns in der Ampel gelungen, CETA zu ratifizieren. Das ist in der Großen Koalition mit Ihnen ja auch nicht möglich gewesen. Das darf man an dieser Stelle, glaube ich, auch noch mal sagen. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ich bin der Überzeugung, diese Abkommen sollten nicht miteinander vermengt werden. Wir sollten uns das sehr genau angucken, was wir tun, und wir werden das ordentlich machen. Und außerdem müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Bürger und die NGOs ausreichend informiert werden. Das muss bei einigen Abkommen auch noch passieren. Und da sind wir wieder beim Punkt Transparenz. Ich weiß gar nicht, warum Sie das stört, dass wir das nacheinander abarbeiten in dieser Koalition. Ich kann Ihnen garantieren, dass das alles völkerrechtlich unbedenkliche Abkommen sind. Eine vorläufige Anwendung bedeutet, es wird angewendet, es geht nichts verloren. Und zum Beispiel Kamerun beginnt schon, den Markt der EU-Produkte zu liberalisieren. Und ich will noch mal etwas sagen dazu. Wir werden am Ende des Tages, wird diese Koalition auch weitere Abkommen ratifizieren, wenn sie denn ordentlich unterzeichnet und zu Ende verhandelt sind. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Und dann werden wir auch bei Mercosur zu einem Erfolg kommen. Ich glaube, Ende des Jahres werden wir da, glaube ich, ein Verhandlungsergebnis haben. Vielen Dank. Glück auf. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Malte Kaufmann. Ja, Frau Präsidentin, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Die Union beantragt ein Gesetz zur Stärkung der Handelsbeziehungen der EU, insbesondere zur Ratifizierung von Handelsabkommen mit dem südlichen Afrika, Kamerun, Ghana, Elfenbeinküste, Singapur und Vietnam. Wir als AfD-Fraktion können unsere Sicht hierauf relativ kurz fassen. Wir stimmen dem Antrag der Union zu. Denn unsere Bürgerpartei unterstützt grundsätzlich Handelsabkommen zur gegenseitigen internationalen Wohlstandsmehrung, wenn nicht folgende Gründe dagegen sprechen. Erstens, keine dubiosen Schiedsgerichtsklauseln. Zweitens, keine Bevormundung der Partnerstaaten durch linksgrüne Weltbeglückungsideologie. Und drittens, keine unverhältnismäßige Beeinträchtigung unserer nationalen Interessen, beispielsweise im Bereich der Landwirtschaft. Hinsichtlich dieser drei Punkte haben wir keine wesentlichen Bedenken gegen die vorliegenden Handelsabkommen. Daher unterstützen wir diese und auch den heutigen Antrag der Union.
Es muss aber die Frage erlaubt sein, wieso diese Abkommen erst jetzt dem Bundestag vorgelegt werden. Die Abkommen sind nämlich schon alle spätestens seit 2016, manche schon seit 2008 ratifizierungsbereit. Wieso haben Sie, liebe Kollegen von der Union, in Ihrer Regierungszeit in den 16 Merkel-Jahren diese Abkommen nicht längst durch den Bundestag gebracht? Und wieso hat auch die Ampel hier nichts gemacht, obwohl doch gerade die Entwicklung Afrikas dort ganz hoch im Kurs steht? Da steht doch der Verdacht im Raum, dass wie damals die Merkel-Regierung, so auch jetzt die Ampel, diese Abkommen gar nicht will. Vielleicht deshalb, weil diese eben gerade nicht mit linksgrüner Ideologie überfrachtet sind, so wie sie von der Ampel das zum Beispiel beim Mercosur-Abkommen versucht haben, bevor es gestoppt wurde. Handelsabkommen, ja, Sie haben es ja, Herr Töns, selber in Ihrer Rede bewiesen, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie da noch nachverhandeln wollen und entsprechend solche Punkte noch reinbringen möchten. Handelsabkommen ohne klima- und sozialpolitische Überfrachtung, das geht für die parteiübergreifende Weltenrettungsfraktion in diesem Hause offenbar gar nicht. Und das ist ein schwerer Fehler. Auf die Idee, dass die Welt gar nicht gerettet werden muss, kommen solche linken Ideologen gar nicht. Die Vorstellung, dass aus Freiheit ungeheuer viel Positives erwächst, individuelle Selbstverwirklichung, Unternehmertum, neue Ideen, neue Technologien, Patente, gesellschaftlicher Wohlstand, ist diesen Leuten völlig fremd. Sie glauben, alles und jedes im Detail entlang ihrer eigenen ideologischen Vorstellungen regeln zu müssen, von der Länge der Bananen bis hin zur Wärmeerzeugung im Heizungskeller. Und leider wurde die gesamte, das ist die Realität, ich beschreibe die Realität. Und leider wurde die gesamte EU genau nach diesen linken Vorstellungen in den letzten Jahrzehnten gestaltet. Die positive europäische Grundidee, hören Sie mal zu, getragen von Adenauer, de Gaulle, wirtschaftspolitisch inspiriert von dem Vater der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, wurde pervertiert in eine Herrschaft der EU-Bürokraten. Und genau dagegen wehren wir uns als AfD nach allen Kräften, meine Damen und Herren. Jetzt am Sonntag können die Bürger an der Wahlurne eine Änderung dieser Fehlentwicklung herbeiführen. Und daher sollten wir die heutige Debatte auch nutzen, miteinander einmal über die ganz grundsätzlichen Probleme der EU zu sprechen. Und zwar Probleme, die sich unmittelbar auf Deutschland und eben auch auf die Handelspolitik auswirken, wie wir es gerade gesehen haben. Nehmen wir zum Beispiel die schiere Anzahl der Einzelnormen, an die sich Bürger und Unternehmen mittlerweile halten müssen. Vor kurzem hat das Handelsblatt recherchiert, eine erschreckende Anzahl veröffentlicht. Die Anzahl der Einzelnormen in Gesetzen und Verordnungen allein des Bundes ist in den letzten 10 Jahren von 82.000 auf 96.000 gestiegen. Das ist ein Anstieg um sage und schreibe 14.000 Einzelnormen in 10 Jahren. Und wo kommt diese Gesetzesflut her? Muss man nur auf der Internetseite der Bundesregierung schauen. Sie beschreibt es selbst. Zitat: 2/3 der Gesetze gehen inzwischen auf die Gesetzgebung der Europäischen Union zurück. Das ist doch ein Wahnsinn, ein Ergebnis einer um sich selbst kreisenden Brüsseler Bürokratenblase. Und diese Blase ist mittlerweile riesig. Allein 33.000 Mitarbeiter leistet sich die EU-Kommission und insgesamt arbeiten sogar 55.000 Menschen für die EU. Das ist kein Wunder, dass ständig neue Regeln herauskommen. Diese Leute wollen offenbar eine Art Arbeitsnachweis erbringen. Und am einfachsten zählbar sind hier natürlich die neu ersonnenen Regelungen. Regelungen, die oft kein Mensch braucht, die aber dann auf einmal da sind und beachtet werden müssen, wie beispielsweise diese nervige Zwangsverbindung zwischen einer Plastikflasche und ihrem Deckel. Hat jeder schon bemerkt, viele von uns sich schon darüber geärgert, fast symbolisch ein Brüsseler Gängelband. Und wenn man sich mal anschaut, wer diesen ganzen Irrsinn bezahlt, dann ist das Ergebnis eindeutig. Deutschland ist der größte Nettozahler mit 20 Milliarden Euro pro Jahr, doppelt so viel wie Frankreich und mehr als alle anderen sonstigen EU-Mitgliedstaaten zusammen.
Doch, es ist so. Zu einem großen Teil fließt dieses Geld dann in Umverteilungstöpfe mit viel Bürokratie. Meine Damen und Herren, diese EU fördert nicht die Wirtschaft, sondern die Bürokratie. Diese EU fördert ihre eigenen Bürokraten und wirkt damit die Wirtschaft ab. Diese EU sieht den einzelnen Bürger als Untertan, der sich gefälligst an die Vorgaben aus Brüssel zu halten hat. Und genau das wollen wir als AfD nicht. Für uns gilt in Sachen EU, weniger ist mehr. Wir als AfD wollen Europa neu denken. Eine Gemeinschaft souveräner Nationen, schlank und effizient. Und sie muss sich den Idealen der Freiheit verpflichtet fühlen, nicht dagegen denen der links-grünen Bevormundung. Und deswegen gilt am Sonntag auch, seid schlau, wählt blau. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Franziska Brandner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Spahn, lassen Sie mich kurz mit Ihren ersten Punkten anfangen. Dass wir in schwierigen Zeiten leben, ist unbestritten. Dass Sie die Regierung kritisieren, nicht überraschend. Aber dass Sie unsere Unternehmen als Ramschladen bezeichnen, das weise ich strikt zurück. Und wenn Sie von der Verunsicherung sprechen und der Verlässlichkeit, ja, dann frage ich mich doch, wer permanent alles Neue infrage stellt. Wer stellt denn gerade das Aus für die fossilen Autos infrage und damit den Hochlauf der Elektromobilität? Das sind doch Sie, nicht wir. Und wenn es darum geht, dass wir unseren Wohlstand bei uns, aber auch in anderen Regionen dieser Welt sichern und erneuern, dann ist eine faire und freie Handelspolitik extrem wichtig. Die CDU-Antwort darauf finden wir in diesem Antrag. Da werden die Abkommen mit afrikanischen Ländern zur Ratifikation vorgesehen, mit südafrikanischen Regionen Ghana, Kamerun, Côte d'Ivoire. Das Gute ist, diese sind am 15. Mai durch das Kabinett. Sie liegen im Bundestag. Wir freuen uns darauf, wenn Sie dann zustimmen. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass seit 2014 zum Teil diese Abkommen fertig verhandelt sind. Da hatten Sie noch 7 Jahre in Ihrer Regierungszeit, um diese zu beschließen. Ich bin froh, dass wir das jetzt schaffen, was die CDU in 7 Jahren nicht geschaffen hat. Und das Interessante ist aber, was in diesem Antrag und der Gesetzentwurf, er heißt der Stärkung der Handels- und Außenwirtschaftsbeziehungen der Europäischen Union, nicht vorkommt. Sie haben kein einziges Wort darin erwähnt zu dem Umgang mit China. Wie gehen wir eigentlich in der deutschen Wirtschaft um mit den neuen Herausforderungen? Einem Land, das stark ist, technologisch stark ist, aber manchmal eben auch unfair spielt. Wie gehen wir um mit dem neuen Verständnis unserer Südpartner, die nicht mehr einfach nur Abbaugebiete sein wollen, sondern mehr Wertschöpfung haben wollen? Zu China kein Wort im ganzen Antrag, auf diese ganze Problematik nichts. Und zu der Frage mit den Südpartnern ein Schwurbelsatz. Ich zitiere ihn. Durch die Liberalisierung des Handels zwischen beiden Seiten unter vollständiger Berücksichtigung der Unterschiede im Entwicklungsstand zwischen den Vertragsparteien können die Abkommen einen zentralen Beitrag dazu leisten, im Gebiet der Vertragsparteien neue Möglichkeiten zu schaffen, um die Beschäftigung zu erhöhen, Investitionen anzuziehen, Wohlstand zu schaffen und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Puh, konkret nichts. Ein Schwurbelsatz als Antwort auf die neuen Herausforderungen in dieser geopolitischen neuen Welt. Und das ist der Unterschied zwischen der CDU und dieser Regierung, dass sie mit 7 Jahren Verspätung die alten Sachen angehen und auf die neuen Herausforderungen dieser geopolitischen Zeiten keinerlei Antworten haben. Nur Plattitüden. Und wir haben in der Zwischenzeit Chile, Kenia, Neuseeland vorangebracht. Bei Mercosur wissen Sie, dass in der Vergangenheit Frau Glöckner dagegen war und dass es heute nicht an uns scheitert, sondern an anderen Ländern. Ich möchte da keine Einzelnen herauspicken, aber es scheitert gerade absolut nicht an uns. Wir haben die Initiative ergriffen und sind regelmäßig in der Region präsent.
Wir haben auch noch für unsere Unternehmen endlich ein Entlastungspaket vorangebracht bei den Exportkrediten und den Investitionsgarantien. Die Small Tickets für die KMUs endlich vorangebracht. 15 Jahre Forderung gewesen aus der Wirtschaft. Wer hat es umgesetzt? Florian Tonka und wir zusammen endlich vorangebracht. Wir haben die Verfahren vereinfacht, ein Drittel rausgezogen an der Bürokratie, die Dokumente, die geliefert werden müssen, Drittel einfach rausgekürzt. Wer hat es gemacht? Diese Regierung vereinfacht und macht es den Unternehmern leichter, in die Welt zu gehen. Von daher, ich bin froh, dass wir hier so gemeinsam streiten können für fairen und freien Handel in schwierigen Zeiten. Wir bleiben weltoffen, aber wir sind auch mittel- und langfristig nachhaltig unterwegs. Ich danke Ihnen. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Karl Julius Kronberg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union fordert mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Bundesregierung auf, eine Handelsoffensive insbesondere in Afrika zu starten. Naja, die Gelegenheit, das selbst in die Hand zu nehmen, war ja lange genug gegeben, aber Ihre Bilanz, da beißt die Maus keinen Faden ab, Ihre handelspolitische Bilanz ist äußerst dünn. Sei es drum, eine Offensive für den Handel, das klingt vielversprechend, denn mehr Handel bedeutet mehr Wohlstand und mehr Wachstum für uns und auch für unsere Handelspartner. Sie fordern also die Bundesregierung auf, hier Wirtschaftspartnerschaftsabkommen in Afrika zu ratifizieren, die bereits 2016 von der EU abgeschlossen wurden und seitdem auch in vorläufiger Anwendung sind. Wir haben es schon gehört. Das heißt, durch die Ratifizierung, die einige Mitgliedstaaten bereits vorgenommen haben, andere werden das nachholen müssen, also durch diese Ratifizierung ändert sich im Außenhandel mit unseren afrikanischen Partnern zunächst einmal gar nichts. Da fragt man sich, wozu denn dann Ihre Initiative? Naja, dazu muss man wissen, dass das entsprechende Ratifizierungsgesetz längst auf dem Weg ist. Kabinettsbeschluss war Mitte Mai, Bundesrat wurde bereits informiert, die parlamentarische Befassung folgt. Da stellt sich für die Union das Problem, wie man als Opposition dem Gesetz zustimmen kann, ohne der Koalition damit zu viel Lob zollen zu müssen. Die Antwort auf dieses Problem liegt uns heute mit Ihrem Gesetzentwurf vor. Aber lassen Sie uns noch einmal nachdenken, was es für eine echte Handelsoffensive wirklich braucht. Erstens, für eine neue Dynamik in der Handelspolitik müssen mehr Freihandelsabkommen abgeschlossen werden. Und genau da tut sich die Kommission unter Führung ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen leider sehr schwer. Mercosur nicht in Sicht, Australien vergeigt, Indien noch keinen Schritt weiter. Zweitens. Es muss wieder attraktiv sein, mit der EU Handelsabkommen zu verhandeln. Schluss mit der permanenten Überfrachtung von Handelsabkommen mit allen möglichen Standards. Stattdessen schnelle und pragmatische Abkommen mit Anreizen für mehr Marktöffnung statt Sanktionsmechanismen. Wenn es nicht anders geht, besser erst mal ein Rumpfabkommen schließen, als mit ewigen Verzögerungen jegliche Partner zu vergrämen. Wenn viele Mitgliedstaaten die Ratifikation verschleppen, dann ist es auch ernsthaft Zeit, den EU-Only-Ansatz zu verfolgen. Bundeskanzler Scholz hat dazu auch schon Stellung genommen. Und alternative Beteiligungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Da vermisse ich in Ihrem Antrag beispielsweise den Unterausschuss Handel, den Sie immer noch blockieren. Drittens. Voraussetzung für eine echte Handelsoffensive ist die Anerkennung und ernsthafte Bereitschaft zur Partnerschaft auf Augenhöhe. Unser Mindset muss sein, wir können mindestens so viel von unseren Handelspartnern lernen wie die von uns. Kontraproduktiv sind dabei unilaterale Maßnahmen wie die Entwaldungsverordnung, EU-Taxonomie oder auch die Lieferkettenrichtlinie. Sie allesamt den Geist von Protektionismus und Abschottung atmen, das wird leider Gottes auch so in der Welt wahrgenommen. Ja, Handelsabkommen sind politische Gestaltungsinstrumente. Nur wenn wir auf Augenhöhe agieren, finden wir Partner für die Diversifizierung, die so notwendig ist. Nur dann können wir in der Geopolitik eine glaubhafte Alternative zu China
oder Russland bieten. Partnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, gelingt auf Augenhöhe oder sie gelingt nicht. Zuletzt, wer im weltweiten Handel attraktiv sein will, der muss vor allem selbst wirtschaftlich stark sein. In keiner großen Volkswirtschaft der Welt hängen Wirtschaftswachstum und Außenhandel so eng zusammen wie bei uns in Deutschland. Steigen die Exporte, wächst unsere Wirtschaft, steigen die Importe. Win-win, ein No-Brainer. Zurzeit kommen wenig Wachstumsimpulse von den Weltmärkten. Umso wichtiger ist die Wirtschaftswende bei uns zu Hause. Zunächst, weg mit überflüssiger Bürokratie. Nichts entfesselt den Mittelstand schneller und effektiver als Bürokratieabbau. Bürokratieabbau ist das Konjunkturprogramm zum Nulltarif par excellence. Alles muss schneller, einfacher und digitaler gehen bei uns. Genau deshalb hat Bundesminister Buschmann mit dem BEG IV ein Paket auf den Weg gebracht, das mehr Entlastung schafft als die drei Vorgängergesetze zusammen. Zweitens. Leistung muss sich wieder lohnen. Wer arbeitet, muss spürbar mehr haben als der, der nicht arbeitet. Deshalb hat Finanzminister Lindner ein Steuerpaket vorgeschlagen, das die Steuerzahler um einen zweistelligen Milliardenbetrag entlastet. Und drittens müssen wir die Schuldenbremse einhalten. Das garantiert Generationengerechtigkeit. Zum Schluss, am Sonntag ist Europawahl. Wir brauchen Europa, und deswegen sage ich Ja zu einem liberalen Europa. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Julia Klöckner. Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin, das hier ist ein Gesetzentwurf, kein Antrag. Und unseren Antrag zu China, den haben Sie vergangene Woche abgelehnt, im Übrigen auch den Antrag für die Bildung einer Kommission, um sicherheitsrelevante Beziehungen zu überprüfen. So viel jetzt mal zu Ihrer inneren Stringenz der Argumentation. Und wir haben hier in dieser Debatte gesehen, was genau das Problem ist. Der Weg vom Kabinett hier ins Parlament, das ist das Problem. Herr Tönz hat es mal gleich gesagt, ihr könnt gerne die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen im Kabinett auf der Tagesordnung haben, aber hier im Parlament haben wir Zeit. Dieses Hindämmern dieser Koalition ist unterlassene Hilfeleistung für unsere Wirtschaft. Und ich zitiere etwas. Ich habe inzwischen mein 18. Treffen mit unserem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hinter mir. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Wir sind ökonomisch gesehen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Ich meine, jetzt muss man auch mal aushalten, Zitat noch mal. Vielleicht hören Sie mal bis zum Schluss. Das ist ein Zitat von jemand, wo ich sagen würde, der hat mindestens so viel Ahnung wie Sie, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Das hat nämlich gesagt der Chef der deutschen Börse, Dr. Theodor Weimer. Und das ist eine Wutrede gewesen. Warum? Weil er nicht auf Gefühl geht und auf Schönreden geht, sondern weil er sich mal die Zahlen anschaut. Das Geschäftsklima ist auf dem Tiefstand in Deutschland. Auftragseingänge gehen zurück, Produktivität geht zurück, die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist ausgeblieben. Und jetzt hat das Handelsblatt Research Institute aktuell berechnet, als erstes Institut für die Prognose des BIP-Wachstums, eine Rezession. -0,2% für das Jahr 2024. Und wenn Sie nicht den Eindruck haben, dass hier jetzt endlich etwas passieren muss in Deutschland, damit dieses Land stabil bleibt, damit diese Wirtschaft stabil bleibt, wenn Sie das nicht erkennen, dann hören Sie aber auf, uns zu beschimpfen und unsere Vorschläge, die wir im Ausschuss vorgelegt haben, nicht ständig mit Ihrer Mehrheit von der Tagesordnung zu nehmen. Woche für Woche weigern Sie sich, über Vorschläge von uns, die wir machen, zu reden. Und jetzt kommt natürlich der Oberhammer. Es heißt immer, mit einem Handelsoffensivegesetz kann man nichts erreichen. Und das ist ja genau Ihr Problem. Sie erreichen mit gar nichts was. Denn wenn Sie sagen, mit einem Handelsoffensivegesetz nichts, mit Steuersenkung für die Unternehmen, die wettbewerbsfähig sind, mit einem Bürgergeld erreichen Sie eins, ja, sehr nachhaltig, dass die Leute keine Lust mehr auf Arbeit haben, sondern andere Anreize wahrnehmen. Und wissen Sie, was wichtig wäre? Was wichtig wäre, dass wir in Brüssel endlich mal Haltung zeigen. Man spricht doch von der German Vote. German Vote heißt, keine Haltung zu haben und sprachlos zu sein.
Ja, jetzt, da freue ich mich jetzt drauf. Die Grünen lässt sich hängend im Stuhl. Da sage ich Ihnen mal was. Wenn man wirklich Interesse an Handelsabkommen hätte, dann würde dieser Wirtschaftsminister wenigstens mal an einer einzigen Sitzung des Handelsministerrates in seiner Amtszeit teilgenommen haben. An keiner einzigen Sitzung hat Herr Habeck teilgenommen, wenn es um den Handelsministerrat ging. Und ich sage Ihnen, bei 5 Sitzungen von 13 war noch nicht mal ein Staatssekretär da. Und das sagt viel aus, was Sie von Handel halten. Sie sind doch diejenigen gewesen, die bei CETA die Leute auf die Straße getrieben haben, die vor dem Chlorhühnchen und sonst was gewarnt haben. Das ist Ihr Zauberlehrling. Die, die Sie gerufen haben, die gehen ständig wieder hin zum Brunnen. Und deshalb sage ich Ihnen sehr klar, uns liegt die deutsche Wirtschaft am Herzen. Es geht nicht ums Schlechtreden. Es geht ums Bessermachen. Und wir haben hier zusammengefasst, was Handel wirklich für uns bedeutet. Wir müssen einen Turbo einlegen. Deutschland muss eine Führungsrolle in der EU einnehmen. Und Ursula von der Leyen im Übrigen hat mehrere Handelsabkommen zum Abschluss auch gebracht, ausverhandelt. Sei es Kenia, sei es Mexiko, sei es Neuseeland, sei es Chile. Das hat sie gemacht. Aber letztlich, Herr Tönz, wenn Sie sagen, wir in Deutschland sind doch gar nicht zuständig für Handelsabkommen, das ist genau Ihr Empfinden und auch Ihr Verständnis von der EU, als würde Deutschland keine Rolle in der EU spielen. Die EU fällt nicht vom Himmel, sondern ist die Addition der Aktionen der einzelnen Mitgliedstaaten. Und wenn Deutschland nichts macht und nicht eine Führungsposition einnimmt, wir als Exportweltmeister, jeder vierte Arbeitsplatz hängt ab vom Export. Und wenn wir ein solches Desinteresse haben und dann auch noch vermitteln, wir haben alle Zeit der Welt, dann kann ich noch mal sagen, unterlassene Hilfeleistung wird sich hoffentlich auch an der Wahlurne dann zeigen, wie man das quittiert. Ich grüße Sie herzlich und gebe Sebastian Rudolph das Wort für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir widmen uns ja mit großer Freude jeder Woche den Unionsanträgen hier, die immer mal wieder schlecht zusammengeschludert sind. Also dementsprechend, so oft wie wir hier diskutieren, habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns nicht ihren Argumenten widmen. Und ich muss schon sagen, Frau Klöckner, bei aller persönlichen Wertschätzung, aber das Thema Handelspolitik ist zu wichtig, als hier diesen Gesetzentwurf hinzurotzen, muss man fast sagen, und Ihre Parolen hier abzulassen. Es könnte ein bisschen seriöser, wäre ich wirklich dankbar. Dann können wir gerne über die Details der Handelsabkommen streiten, aber nicht so, wie Sie das hier machen. Billige Punkte der Opposition darf man gerne machen, aber nicht so. Handel ist ein integraler Bestandteil unserer globalisierten Welt, und wir haben auch schon gehört, warum es besonders wichtig ist für Deutschland als Exportnation, dass wir hier stabile Beziehungen haben. Handel schafft Wohlstand, fördert Innovationen, stärkt die Beziehungen zwischen den Nationen. Und wir müssen aber natürlich auch sicherstellen, dass die Vorteile des Handels gerecht verteilt sind. Die Nationen werden nicht mehr einfach nur glücklich sein, dass sie mit uns handeln dürfen. Man lässt sich nicht mehr ausbeuten. Die Zeiten ändern sich. Sie sehen ökologische Standards, soziale Standards, Partnerschaften auf Augenhöhe offensichtlich als Hemmnisse. Aber es ist nicht mehr realistisch. Die Welt hat sich geändert, und dem muss man Rechnung tragen. Und deswegen muss man sauber verhandeln und es sauber ins Ziel bringen. Bestes Beispiel dafür ist CETA. Ja, es war vor einigen Jahren noch nicht abschlussfähig. Und diese Bundesregierung hat es hinbekommen, die Bedenken berücksichtigt. Es gab einen wichtigen und langen Austausch mit allen Stakeholdern. Und dann war das mehrheitsfähig mit allen Beteiligten. Und wir haben es ins Ziel gebracht. Und Sie müssten auch zur Kenntnis nehmen, und nochmal, ich gönne Ihnen alle Ihre billigen Punkte, dass sich beim Mercosur die politische Situation sowohl in Südamerika als auch durchaus teilweise in der EU deutlich verändert hat im Rahmen des Diskussionsprozesses. Darauf muss man sich einstellen, und dann kann man auch konkret auf Abschluss verhandeln und nicht einfach sagen, wir ratifizieren jetzt alles blind und dann wird alles gut. Und wenn wir uns die zwei Prozesse angucken, müssen wir sagen, im Rückblick ist es klar, dass auch die Bevölkerung von dem Wert von Handelsabkommen überzeugt werden muss. Sie kennen die Bedenken bei TTIP, sie kannten die Bedenken bei CETA, und das war nicht immer so bei den Abkommen in der Vergangenheit. Und dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass die Ampelregierung im Koalitionsvertrag ausdrücklich festgehalten hat, dass sie die
Mercosur-Ratifizierung vornimmt, wenn sichergestellt ist, dass wir umsetzbare und überprüfbare rechtlich verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsschutz haben und insbesondere praktisch durchsetzbare Zusatzvereinbarungen zum Schutz und Erhalt bestehender Waldflächen. Das sind große Sorgen der Menschen, sowohl hier als auch in Südamerika. So gehen Handelspolitik mit Werten und nicht einfach hingeklatscht und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Die Ampel hat diese Strategie auch schon im November 2022 deutlich gemacht, mit den Eckpunkten für die Weiterentwicklung der Handelsagenda, kurz nach dem Abkommen des Abschlusses mit Neuseeland zum Beispiel. Und der Bundeskanzler, es ist schon gesagt worden, widmet sich insbesondere in der Region, die die ehemalige Bundeskanzlerin, die ja eher aus ihren Reihen zu verorten ist, eher vernachlässigt hat. Es ist in den ersten beiden Jahren der Kanzlerschaft alleine dreimal in Afrika zu Gesprächen gewesen. Der Kollege Törns hat es auch schon erwähnt. Und da ging es eben gerade auch um eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und gerade um Kooperationen im Energiebereich. Und es kann ja niemand ernsthaft bestreiten, dass das in dem Bereich besonders wertvoll ist. Die Bundesregierung und die Fraktionen tragen das, will die Beziehungen zu den Ländern des afrikanischen Kontinents stärken und die wirtschaftlichen Bemühungen ausbauen. Auch deswegen gab es den Compact with Africa-Gipfel im Kanzleramt auf G20-Basis. Und da wurden auch schon konkrete Punkte beschlossen. Das heißt, mit grundsätzlichen Ankündigungen kommt man immer nicht so weit. Man muss auch konkret vorangehen, wie wir es in dem Fall zum Beispiel bei der Frage Privatinvestitionsförderung durch günstige Garantiekonditionen zu erleichtern oder einer besseren Start-up-Förderung getan haben. Das hilft der Wirtschaft und so auch der Diversifizierung. Das Thema Diversifizierung, und das haben wir sehr schmerzhaft in den letzten zwei Jahren festgestellt. Herr Kollege, ja. Wollen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Spahn zulassen? Sehr gerne. Herr Kollege Rohloff, vielen Dank. Ich habe eine ganz, ganz einfache Frage, weil ich aus den Reden der Koalition bisher nicht schlau geworden bin. Das Kabinett hat ja tatsächlich am 15. Mai vorgeschlagen, Bundestag und Bundesrat Abkommen zu ratifizieren. Ganz einfache Frage. Werden Sie in der Ampel zügig Ja sagen hier im Deutschen Bundestag zu diesen Abkommen? Ja oder nein? Kann man ganz einfach beantworten. Ja oder nein? Wenn die Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, erfüllt sind, ja. Also das Bundeskabinett hat das beschlossen und Sie werden jetzt noch ein Aber dran machen und hier nicht zügig Ja oder Nein sagen. Habe ich das richtig verstanden? Ich helfe Ihnen gerne nochmal. Wir müssen uns das schon angucken und machen nicht einfach mit Copy und Paste, wir ratifizieren alles super, danke, Rubber Stamp, wie man in den UK sagt. Wir gucken uns das konkret an, haben aber den festen Willen, das gemäß der Standards, die ich gerade gesagt habe, abzuschließen. Das waren jetzt schon zwei Zwischenfragen und ein kleiner Dialog, der nicht zulässig ist. Freut mich. Jetzt geht die Rede weiter. Ich helfe mal gern. Dankeschön, Frau Präsidentin. In der Frage der Rohstoffe haben wir besonders schmerzhaft festgestellt, dass es die Diversifizierung gerade von Lieferketten relevant ist, weil es zu großen Abhängigkeiten, zu großen Schwierigkeiten führen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Bundesregierung da einen großen Schwerpunkt drauf setzt, gerade auch in der Handelspolitik. Und es ist aber auch klar, dass sich auch gerade, und da ist es ein sehr plastisches Beispiel, die Länder nicht einfach ausraubbauen lassen, sondern die selber von ihren Bodenschätzen und von ihrem Rohstoffreichtum profitieren wollen und natürlich zum Beispiel die erste Verarbeitung vor Ort machen wollen und damit dann auch Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region schaffen können. Das ist sinnvoll, aber das geht eben nicht, indem man es einfach hinklatscht, sondern muss es machen. Und dann kann es eine wirklich klassische Win-Win-Situation werden, wie im schon genannten Energiebereich, zum Beispiel vor allem beim Thema Wasserstoff. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass die Bundesregierung bis 2030 mit 4 Milliarden Euro die EU-Afrika-Initiative für grüne Energie unterstützt. Das ist beispielgebend und so muss es weitergehen. Und deswegen ist für uns immer klar, dass ohne freien Handel Fairness nicht zu erreichen ist, wir aber eben auch Standards, Wettbewerbsbedingungen und da die entsprechenden Werte und auch Unterstützungen in den Bevölkerungen brauchen. Und deswegen kann man nicht einfach pauschal sagen, jawohl, wir machen das und es ist ein Zweck an sich, sondern müssen es so machen, dass wirklich alle Beteiligten dabei sind und es eine qualitativ gute Regelung ist. Das ist der Unterschied und deswegen ist es gut, dass wir regieren und nicht Sie. Vielen Dank. Das Wort für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich jetzt Dr. Sandra Detzer.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Spahn hat ja dankenswerterweise die Debatte ein bisschen breiter gezogen. Und deswegen spreche ich jetzt mal gerade nicht zu Außenhandel, sondern würde sehr gerne da gerade noch mal ein Zitat bringen, Herr Spahn. Wir reden ja über Wirtschaftskompetenz, über den Standort Deutschland, über die Wichtigkeit auch von zentralen Standortfaktoren wie zum Beispiel bezahlbare Energie. Herr Spahn hat sich zitieren lassen im März diesen Jahres: Europa wird ohne Kernkraft nicht klimaneutral werden, im Hessischen Rundfunk. Starkes Interview, wenn man auf diese Form von Interviews steht. Ganz spannend gestern Abend beim BDEW, März, ganz klar, die Zeit der Atomkraft ist vorbei. Jetzt tut es mir natürlich leid, Herr Spahn, für Sie, dass Sie so eingesammelt sind von Ihrem Chef. Es tut natürlich schon ein bisschen weh, kann ich verstehen. Aber es zeigt vor allen Dingen eins, die Union ist sich nicht klar, welchen Kurs sie in der Energiepolitik fahren will. Und das schadet dem Standort. Und es delegitimiert Ihre Ideen, die Sie hier einbringen. Die Wirtschaftskompetenz ist eine Autosuggestion, die Sie sich einbilden. Und ich darf an dieser Stelle, Frau Glöckner, Sie haben ja hier wieder die großen Töne angeschlagen, einen Wirtschaftsprofessor von X, Twitter zitieren in Bezug auf einen Tweet von Julia Glöckner. Nichts Logisches, keine empirische Evidenz. Ich glaube, das können wir auch zu der Rede hier feststellen. Jetzt haben Sie gestern Abend ja, glaube ich, sehr gut, haben Herr Merz, Herr Habeck, ausgetauscht, was eigentlich die Schwierigkeiten sind im deutschen Standortwettbewerb. Und der Wirtschaftsminister hat sehr klar noch mal gesagt, dass insbesondere die Exportabhängigkeit, aber auch die Abhängigkeit vom russischen Gas die zentralen Herausforderungen sind für den deutschen Wirtschaftsstandort. An der Stelle übrigens auch interessant, dass Herr Merz nicht den Zusammenhang kennt zwischen Potenzialwachstum und Fachkräfteversorgung. Ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht auch noch mal ganz sinnvoll, Sie gehen in die Innerunionsdebatte, um den Wirtschaftsstandort dann zu diskutieren. Und Frau Glöckner, Sie hatten jetzt einen Punkt angesprochen, den ich extrem spannend finde. Und auch ich habe mir das Video von Theodor Weimer angeschaut, dem CEO der Deutschen Börse. Ich glaube, es ist unbenommen, dass diese Position, die er bekleidet, eine sehr wichtige ist. Mich haben zwei Zitate da sehr frappiert. Wir haben uns durch unsere fatale Diskussion über das Geschäftsmodell Deutschlands unser Geschäftsmodell kaputtreden lassen. Und er ist leider an der Stelle nicht konkreter geworden. Ich habe mich gefragt, was er da gemeint hat, ob er die Abhängigkeit vom russischen Gas gemeint hat, ob er die Abhängigkeit vom Export gemeint hat. Das werde ich Herr Weimar demnächst fragen. Und ich bin gespannt, was er antwortet. Und ich werde Ihnen hier an dieser Stelle berichten, wie wir diese Sätze zu interpretieren haben. Und ich finde noch einen Satz spannend, bevor man Herrn Weimar als Kronzeugen da benennt. Er hat gesagt, CO2-Emissionen und CO2-Vorgaben für die Automobilindustrie hätten die Automobilindustrie in die falsche Richtung gedrängt. Ich empfehle sehr den Kommentar im Handelsblatt heute. Die Diskussion in Deutschland um das Verbrenner aus grenzt an Realitätsferne. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da weiter mit der Industrie zusammen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und nicht in falschen Debatten hinterherhängen. Frau Detzer. Nicolas Cipelius hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Tönz, ich möchte erst mal auf Ihre Rede eingehen, denn mir ist wichtig, zu Beginn gleich eins zu sagen. Wir reden hier nicht das Land schlicht. Wir hören einfach nur zu. Die Familienunternehmer, der Chef der Deutschen Börse, DIHK, IFO-Institut, aus denen spricht das blanke Entsetzen über ihre Wirtschaftspolitik. Und der einzige Ort, der wirklich einzige Ort, an denen es noch Applaus für die Politik der Ampel gibt, das ist hier im Deutschen Bundestag in Ihren Reihen. Da draußen klatscht niemand mehr über Ihre Politik, gar niemand mehr. Und die von Ihnen kritisierten Abkommen, Herr Tönz, ja, Thema Vertragspartei Zentralafrika, die sind mittlerweile, Frau Brandner hat es ja bestätigt, die sind mittlerweile fast wortgleich von der Bundesregierung, wortgleich
zu uns von der Bundesregierung eingebracht worden. Das heißt, wenn Sie uns kritisieren, kritisieren Sie damit eigentlich auch die Bundesregierung. Denken Sie eigentlich ab und zu mal darüber nach, was Sie hier vorne eigentlich reden. Ist Ihnen das bewusst? So. Und mal zum Thema Vietnam als Beispiel. Vietnam hat 9 von 10 Fundamentalkonventionen der ILO angenommen. 9 von 10. Sie schieben irgendein Argument vor, nur um nicht zustimmen zu müssen. Und das ist komplett unseriös, Herr Tönz. Und gerade in diesen Zeiten sind deutsche Unternehmen auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Offene Märkte, Freihandel, Investitionssicherheit sind zentrale Bausteine für einen erfolgreichen Wiederaufschwung der Wirtschaft. Und es liegt in der Verantwortung der Politik, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Es braucht jetzt wirkliche Anstrengungen, um das umzusetzen. Und dann sehen wir aber immer die Diskrepanz in ihren Worten und in ihrem Tun. Auf unsere Kleine Anfrage im April antwortet die Ampelregierung schmallippig, dass sie, ich zitiere, keine Entscheidung zur Ratifikation der Investitionsschutzabkommen mit Vietnam und Singapur getroffen hat, da deren Inhalte nicht den Festlegungen des Koalitionsvertrages und der Handelsagenda entsprechen. Und das ist doch sehr interessant, denn auf der anderen Seite lobt das BMWK auf seiner Website, ich zitiere, die hohen und präzisen Schutzstandards für Investitionen und das reformierte Streitbeilegungsverfahren nach dem derzeitigen EU-Standard, das nach dem Vorbild von CETA vereinbart wurde. Was denn eigentlich nun, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Ampel? Bei jeder Gelegenheit beglückwünschen Sie sich doch gegenseitig für CETA. Warum denn nicht auch einfach mal hier? Und es erinnert mich an den Bereich der Rohstoffpartnerschaften. In Ihrem neuen BMZ-Strategiepapier, verantwortungsvolle Rohstofflieferketten, sowie im BMWK-Strategiepapier, Wirtschaftspolitik in der Zeitenwende, als auch im BMWK-Eckpunktepapier, Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung, betont die Bundesregierung die Notwendigkeit von Rohstoffpartnerschaften. Aber auch hier offenbart unsere Kleine Anfrage zur Rohstoffpolitik, dass die Bundesregierung da eine Diskrepanz hat. Ich zitiere, die Bundesregierung plant nicht, das spezielle Modell der Rohstoffpartnerschaften auszuweiten. Zitat Ende. Wie passt das zusammen, wenn Sie es auf der einen Seite proklamieren und auf Anfrage dann sagen, dass Sie es aber nicht weiter ausweiten wollen? Es passt nicht zusammen. Und Frau Brandner, abschließend noch zu Ihnen. Die bereits aktiven Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam und Singapur haben zu einer signifikanten Steigerung des bilateralen Handels geführt. Und durch den Abschluss dieser Abkommen wurde politisches Vertrauen geschaffen. Diese Politik gilt es durch die Ratifikation des Investitionsschutzabkommens fortzusetzen. Wenn Sie die proklamierte Diversifizierung unserer Lieferketten wirklich wollen, wenn Sie Risikoreduzierung von China ernst meinen, Frau Brandner, dann müssen Sie die politischen Rahmenbedingungen schaffen, dann müssen Sie die Abkommen umgehend ratifizieren. Wir machen Ihnen heute das Angebot. Herzlichen Dank. Rainer Thuben hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Jens Spahn, Sie haben eben den Kollegen Roloff gefragt, jetzt sagt doch mal ja oder nein. Genau. Herr Spahn, ich frage Sie, was für eine politische Vorstellung haben Sie von der Funktion eines Parlaments? Was? Entschuldigen Sie bitte, Herr Spahn, Sie können doch nicht erwarten, dass ein einzelner Abgeordneter hier auf Ihren Zuruf sagt, ja oder nein. Also entschuldigen Sie bitte, Sie können doch nicht erwarten, dass man sich politisch hier selbst entmannt, nur weil die CDU danach fragt. Also das ist so wirklich ein sehr merkwürdiger Ansatz. Aber meine Damen und Herren, worum geht's?
Nee, das ist nicht arm, Herr Spahn. Das ist nicht arm, Herr Spahn. Sie müssen es aushalten, dass wir uns erlauben, auch wenn wir eine Regierung tragen, dass wir die Vorlagen, die aus dieser Regierung kommen, auch noch mal lesen und bewerten und dann zu einem Ergebnis kommen. Wenn das bei Ihnen in der Fraktion nicht so ist, dann freuen wir uns ja schon mal, dass Sie auf jeden Fall an den vier Punkten, die Frau Schulze eingebracht hat, auf jeden Fall zustimmen werden, egal wie wir es vielleicht noch ändern. Ich danke Ihnen von der Union. Dann haben wir ja eine breite Mehrheit an diesem Thema. So. Aber wissen Sie, ein zweiter Eindruck, der entstanden ist. Sie haben ein bisschen das Problem mit den Zeiten gehabt. Sie haben das ja vorher gesagt. Ich weiß nicht, ob Ihr Antrag vor oder nach der Entscheidung in der Bundesregierung im Kabinett, ja, das sagen Sie jetzt so, wirklich so entschieden ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber Ihr Grundvorwurf ist ja, wir tun nichts für internationalen Handel. Und über die vier Punkte ist ja eben schon mal deutlicher ausgeführt worden. Das will ich jetzt nicht wiederholen. CETA kann ich Ihnen nicht ersparen. Wir haben es halt umgesetzt und Sie nicht. Und da haben Sie ein permanentes Kommunikationsproblem. Zweitens müssen Sie doch wissen, es gibt unterschiedliche Handelsverträge. Es gibt Handelsverträge, die noch durch die Parlamente laufen müssen. Dazu gehört Mercosur, dazu gehört CETA mit all den Problemen, dass am Ende unter Umständen sogar Regionalparlamente mit einem sehr engen Blick auf diese Verträge dann entsprechend reagieren. Und es gibt EU-Only-Verträge, und der Kanzler hat es ja gesagt. Deswegen, ja, wir können, so wie die Landschaft noch ist, eigentlich am besten aus dem Deutschen Bundestag heraus in Brüssel anregen, bestimmte Gespräche zu führen und die voranzubringen. Aber im Moment ist doch die Gemengelage so, dass es wahrscheinlich besser ist, EU-Only-Verträge anzuleiern als nach dem alten Verfahren. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Und ich versuche jetzt noch mal, vielleicht, es war ja manches redundant in der bisherigen Debatte, ich versuche jetzt noch einen neuen Aspekt vielleicht einzubringen. Wir sind uns ja im Grunde, was die Bedeutung der Handelspolitik angeht, weitgehend hier im Haus einig. Und die Liste der Länder und Staaten, mit denen wir Verhandlungen auf EU-Ebene führen, ist sicherlich lang, vielleicht auch zu lang, weil nicht genügend erledigt sind. Aber ich möchte darauf hinweisen, es gibt ein Land, das im Moment nicht auf der Liste steht, das ist Israel. Zwischen der EU und Israel trat im Jahr 2000 ein Assoziierungsabkommen in Kraft. Dieses sollte die Grundlage bilden für eine umfassende Freihandelspolitik, für ein Freihandelsabkommen. Allerdings wurden die Gespräche im EU-Israel-Assoziationsrat im Jahr 2012 unterbrochen. Seit Oktober 2022 finden diese Gespräche wieder statt. Im Mittelpunkt steht aber im Moment erstmal nur die Frage, wie die Situation ist im Nahen Osten. Herr Kollege? Ich finde, wir sollten die Chance nutzen, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, mit Israel zu sprechen, um ein Handelsabkommen mit Israel zu erzielen. Vielen Dank. Ist zu Ende. Susanne Hill hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ditzer, ich möchte am Anfang mal sagen, wie es um Ihre wirtschaftliche Kompetenz steht, das zeigen die Zahlen. Das kann jeder nachlesen, da braucht man nichts weiter dazu sagen. Und ich möchte das Ganze mal auf die Grundlagen zurückführen. Handel ist eine tragende Säule der EU-Entwicklungspolitik und Handel ist eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Die Handelsabkommen dienen dazu, die Entwicklung der Staaten aus eigener Anstrengung heraus über Handelsvergünstigungen zu unterstützen. Im Blick haben diese Abkommen Armutsbekämpfung und Wachstumsförderung vor allem für weniger entwickelte Staaten. Denn es ist sinnvoller, diesen Ländern und der Bevölkerung durch wirtschaftliche Projekte und Teilnahme am Markt tragfähige Perspektiven zu eröffnen, statt sie durch Geldzahlungen abhängig zu machen. Das Ziel in der Entwicklungsarbeit ist es nämlich nicht, Staaten zu gängeln, sondern sie nicht nur, aber auch wirtschaftlich zu stärken.
Und es geht auch nicht darum, einseitige Vorteile zu erzielen, sondern idealerweise eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und es geht um die Augenhöhe, das ist genannt worden, und nicht um die Tour mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger. Die vier Abkommen, die in der Rede stehen zur Ratifizierung, sind genannt worden. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Und es geht aber auch noch um die Abkommen zu den südostasiatischen Ländern. Die hat der Kollege Cipelius schon benannt. Für die Vertragsstaaten gibt es mit den Abkommen einen verbindlichen, besseren Zugang zum EU-Binnenmarkt, die Aussicht auf mehr Investitionen und eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Mit den Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt entstehen für die Bürger in den Herkunftsstaaten bessere Perspektiven. Die Abkommen zielen aber zugleich auf eine Stärkung der zentralen Werte der EU in den beteiligten Staaten ab. Dabei geht es um Menschenrechte, demokratische Ansätze und auch die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Sie dienen also nachhaltig als Baustein für mehr politische Stabilität in diesen Staaten. Für die EU und Deutschland sind die Abkommen ein Baustein zur Diversifizierung und Resilienz für die eigene Wirtschaft. Sie sind die Möglichkeit eines dauerhaften Zugangs für EU-Unternehmen zu einer der mittel- und langfristig größten Wachstumsregionen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Abkommen bieten die Chance, dem Bestreben Chinas nach einer Vorherrschaft in Afrika mit einem einheitlichen EU-Konzept entgegenzutreten und zeigen für die in Rede stehenden Länder Alternativen auf. Es ist gesagt worden, dass diese Abkommen schon angewandt werden, aber um Rechtssicherheit zu schaffen, müssen sie ratifiziert zu werden, und Deutschland sollte hier ein verlässlicher Partner sein. Die einzigen, die nämlich jubeln werden, wenn wir nicht ratifizieren und somit keine endgültige Position beziehen, sind die Chinesen, die sich weiterhin fürsorglich um die afrikanischen Staaten kümmern werden. Und dass unser Gesetzentwurf trotz der Gesetzesinitiative durch die Regierung notwendig ist, zeigt zum einen, dass die südostasiatischen Länder nicht mit aufgenommen sind. Es geht nur um die vier afrikanischen Abkommen. Und außerdem wusste bei unserer kleinen Anfrage im April die Regierung noch nicht einmal, ob die Abkommen mit Afrika bis Ende des Jahres zertifiziert werden sollten. Das heißt, es ist jetzt Mitte des Jahres, die Regierung hat sich bewegt, das ist ja schon mal ein Fortschritt, und das noch schneller als in ihrem so oft bemühten Deutschlandtempo. Jetzt schauen wir mal, ob ihre Parlamentarier da mithalten können. Herzlichen Dank. Fabian Funke hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Zum wiederholten Mal in dieser Wahlperiode debattieren wir heute das Thema Handelspolitik. Und dieses Mal kein gewöhnlicher Antrag, sondern die CDU-CSU-Fraktion hat sich sogar richtig viel Mühe gegeben und einen Gesetzesentwurf geschrieben. Aber wie bei all den anderen Anträgen bleibt das Schema auch hier dasselbe. Die Union ruft die Bundesregierung zur sofortigen Ratifizierung diverser Handelsabkommen auf und versucht damit den Anschein zu erwecken, sowohl schriftlich als auch hier im Plenum mit hitzigen, emotionalen Wortbeiträgen und noch hitzigeren Zwischenrufen, dass die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland das Einzige ist, was zwischen der Europäischen Union und einer erfolgreichen globalen Handelsagenda stünde. Als würde ganz Europa darauf warten, dass Deutschland doch endlich bitte seine Blockadehaltung und einen Isolationismus aufgebe und den Weg für die Abkommen freimache. Bei diesen Anträgen gilt wie immer, das Bild, das Sie hier zeichnen wollen, entspricht nicht der Realität. Denn wie wir sehen, und der Kollege Tönz hat es ja schon angesprochen, bei einem Großteil der Abkommen sind wesentliche Teile bereits in der vorläufigen Anwendung. Die gegenseitigen Handelsvorteile, Zollsenkungen und der Abbau von Handelsbarrieren sind bereits seit Jahren Praxis. Dem Handel steht also sehr viel weniger im Wege als das, was Sie behaupten. Das zeigen übrigens auch die Zahlen. Deutsche Direktinvestitionen sowie das Handelsvolumen von Importen und Exporten sind in den letzten Jahren, mit Ausnahme des Corona-Tiefs 2021, kontinuierlich und stark gestiegen.
vor allem mit Vietnam und Singapur. Mehr geht natürlich immer. Und genau in dieser Mission sind der Bundeskanzler und auch der Wirtschaftsminister nonstop in der Welt unterwegs. Dass der Umgang mit diesen Handelsabkommen sich aber negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirkt, davon ist in den Zahlen nichts zu sehen. Worum es Ihnen hier ausschließlich geht, sind die Steuerbeilegungsmechanismen. Und dazu müssen wir feststellen, in ein paar der Abkommen, so alt sie sind, haben wir da durchaus auch international schon längst überholte private Schiedsgerichte. Und wir haben ja gerade bei CETA gezeigt, wie man moderne Handelsabkommen machen kann, die für alle funktionieren und die Interessen der Stakeholder mit einbinden. Auf diese Errungenschaften sind wir zu Recht stolz. Und hinter diese Standards zurückzufallen, ergibt im Sinne einer Gesamtfreihandelsstrategie auch sehr wenig Sinn. Und bei ein paar Handelsabkommen haben wir natürlich auch noch größere Baustellen, aber auch hier gilt, eine Ratifizierung macht nur dann Sinn, wenn wir als Europäische Union gemeinsam voranschreiben. Und solange es Mitgliedstaaten gibt, deren aktuelle Regierungen die Ratifizierung kategorisch ablehnen, wird uns ein alleiniges deutsches Vorbrechen recht wenig helfen. Und ich möchte noch ein Thema nennen. Sie hatten auch das Ganze, den ganzen Komplex Lieferkettenrichtlinie, Menschenrechtsschutz genannt. Und ich glaube, Sie haben da eine völlig falsche Auffassung. Gerade diese Mechanismen sind doch die Dinge, die nachhaltige, resiliente Wirtschaftsbeziehungen mit sich bringen. Sie sind kein Hindernis dafür, sondern eine wesentliche Stärke auf unserer Außenhandelspolitik. Aber lassen Sie uns gerne auch bei der Gelegenheit, am Sonntag sind ja Europawahlen, auch noch mal über die europäische Ebene und Ihre CDU sprechen. Während Sie hier immer wieder versuchen, sich als die einzig wahren Kämpfer für globalen Freihandel und internationale Kooperation zu inszenieren, kokettiert Ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen offen mit einem Bündnis mit den Rechtspopulisten, um sich im Zweifelsfall in der Kommission, sei es um jeden Preis, ihre Macht zu sichern. Und da sind Parteien dabei, wie die sogenannten wahren Finnen, die Finnland aus dem Schengen-Raum und der Eurozone führen wollen, die Partei des französischen Brexit-Fans Eric Zemmour oder die spanische Vox-Partei, die gemeinsam mit Trump-Unterstützern Veranstaltungen gegen die Globalisierung veranstalten, Melonis Fratelli d'Italia, die polnische PiS und die Schwedendemokraten. Alle vereint in ihrem Credo, mein Land zuerst. Und wenn Sie tatsächlich ein Interesse an Freihandel haben, dann bitte ich Sie herzlich, wirken Sie auf Ihre Parteifreundin in Europa ein, damit es nach der Europawahl im Europäischen Parlament überhaupt noch eine Koalition aus Parteien gibt, die Freihandel auch tatsächlich vorantreiben wollen. Das ist für die nächsten 4 Jahre und die nächsten 5 Jahre viel entscheidender als jede Scheindebatte hier im Deutschen Bundestag. Und mehr noch, wenn Sie sich immer wieder versuchen, als die Retter der deutschen Wirtschaft zu inszenieren. Währenddessen torpediert Ihr Parteifreund Manfred Weber in Straßburg und Brüssel seit Jahren die Vorhaben des European Green Deal und des Fit for 55 Projects. Ihre eigene Partei macht seit Wochen Europawahlkampf mit dem Verbrennermotor. Dank der jahrelangen Blockade von Seehofer und Söder gibt es in Bayern immer noch keine Hochleistungsstromtrassen, die erneuerbare Energien zu den energieintensiven Unternehmen in Bayern bringen können. Und während die USA und China Billionen von Euros an staatlichen und privaten Investitionen mobilisieren und gezielt in die E-Mobilität, in erneuerbare Energien und in Zukunftstechniken investieren, betreibt die Union die Mund-zu-Mund-Beratung bei den Technologien des 20. Jahrhunderts. Herr Kollege, Herr Kuban würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Herr Sie Kuban, die zulassen? Gerne. Bitte schön. Herr Kollege Funke, Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde gerne mal fragen, der Bundeskanzler, der ja, soweit ich mich erinnern kann, Ihrer Partei angehört, hat ja im November erklärt, er arbeitet an einer engeren Zusammenarbeit mit Frau Meloni. Können Sie sich daran gar nicht erinnern oder ist das, oder haben Sie ihn damals auch sehr scharf kritisiert? Vielen Dank, Herr Kuban, für die Zwischenfrage. Ich glaube schon, dass man an der Stelle noch mal Dinge unterscheiden muss. Doch, natürlich. Es gibt Themen in der Europäischen Union und auch in dieser Welt, bei denen müssen wir alle miteinander zusammenarbeiten. Genauso wie wir auch in wesentlichen Fragen, beispielsweise auch beim Klima- und Umweltschutz, auch mit
China zusammenarbeiten, die auch ein systemischer Rivale unsererseits sind. So müssen wir auch in der Europäischen Union bei Themen zusammenarbeiten. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied, ob man bei den Themen zusammenarbeitet, in denen das zwingend notwendig ist, oder ob man vor einer Europawahl sagt, mit den Rechtspopulisten könne man ja auch ganz pragmatisch in großem Stile gemeinsam Politik machen und quasi auf europäischer Ebene mit ihnen in eine Koalition gehen. Das ist ein weltbewegender Unterschied. Und so kann man am Ende auch nur feststellen, Sie bei der Union, Sie handeln nicht im langfristigen Interesse der deutschen Wirtschaft, sondern wenn, dann nur im Sinne kurzfristiger Profitinteressen einiger weniger Branchen und Unternehmen. Und das macht nämlich das, was Sie eigentlich von unserer Politik behaupten, das schadet wirklich der Wirtschaft. Vielen Dank. Jörg Susan hat das Wort für Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Union will mehrere Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der Europäischen Union mit Ländern des globalen Südens durch den Bundestag abschließend bestätigen lassen und damit interessanterweise eine Handelsoffensive auslösen. Dieser Gesetzentwurf ist eine peinliche Mogelpackung. Peinlich ist nicht nur ein Finanzminister, der durch ein irrwitziges Festhalten an der Schuldenbremse die eigene Wirtschaft ausbremst und das dann peinlich findet, sondern auch dieser Vorschlag. Erste Tatsache: Alle Partnerschaftsabkommen befinden sich bereits in der vorläufigen Anwendung. Ja, Frau Klöckner, das ist doch das Kernargument gegen Ihren Vorschlag mit der Handelsoffensive. Das Abkommen mit den Ländern des südlichen Afrika, den SADC-Staaten, seit 2016. Eine Bestätigung durch den Bundestag ändert überhaupt nichts. Von Handelsoffensive keine Spur. Im Übrigen hatten zwei CDU-geführte Bundesregierungen viel Zeit gehabt, die Ratifizierung herbeizuführen. Da war auch von Offensive nichts zu spüren. Im Ergebnis der Anwendung des Abkommens, schauen wir noch mal genauer hin, erwartet die EU-Kommission ein mehr als mickriges zusätzliches Wachstum in den südafrikanischen Staaten. Die Wirtschaftsleistung der SADC-Staaten soll durch das Abkommen in 20 Jahren um zwischen 0,01 und 1% in diesen Staaten wachsen im Vergleich zur Situation ohne Abkommen. Also noch mal zum Nachrechnen. Nach 20 Jahren soll aus 10.000 Einheiten Wirtschaftsleistung in den betroffenen Ländern 10.001 bis vielleicht 10.118 Euro werden. Donnerwetter, da wird ja eine Handelsoffensive ungeahnten Ausmaßes ausgelöst. Die Linke will eine grundlegende Reform und Neuausrichtung der EU-Beziehungen mit den Ländern des globalen Südens, viele davon ehemalige Kolonien, eigentlich fast alle. Wir wollen Partnerschaften auf Augenhöhe. Abkommen müssen sich an den 17 Zielen einer nachhaltigen globalen Entwicklung orientieren, nicht am Abbau von Zöllen. Insbesondere die ärmsten Länder müssen gezielt darin unterstützt werden, die Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung zu sichern. Statt Marktzutritt für internationale Agrarkonzerne müssen Kleinbauern und regionale Wirtschaftskreisläufe gefördert werden. Vor allem aber will DIE LINKE einen Transfer von Technologie. Wenn jetzt ein europäisches Firmenkonsortium in einem Nationalpark in Namibia Anlagen für die Produktion von 2 Millionen Tonnen grünem Ammoniak aufbauen will, die dringend gebraucht werden für die globale Energiewende. Aber von der dort produzierten erneuerbaren Energie keine Kilowattstunde im Land verbleibt, dann wird der ganze Irrsinn der ungleichen internationalen Wirtschaftsbeziehungen deutlich. Chantal Kopp hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Internationaler Handel und Partnerschaften sind für uns wichtiger denn je, und es braucht auch entsprechende Abkommen mit einer größeren Zahl an Staaten.
Das ist im Sinne einer Diversifizierung unserer Wirtschaftsbeziehung ein zentrales Vorhaben. Denn welche Gefahren eine einseitige Handelspolitik birgt, haben uns die Vorgängerregierungen jahrelang mit ihren Anbietern an Russland und China demonstriert. Und gleichzeitig wollen wir genau diesen Ländern nicht das Feld in strategisch wichtigen Regionen überlassen. Nicht umsonst hat das Kabinett die Ratifizierung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit einer Reihe von AKP-Staaten auf den Weg gebracht. Aber was mich ja wundert, liebe Union, wie Sie sonst auch oft den Anspruch erheben, genau studieren zu können, worüber wir hier im Deutschen Bundestag abstimmen, so haben wir diesen Anspruch auch bei komplexen Wirtschafts- und Handelsabkommen. Abkommen einfach möglichst schnell zu ratifizieren, ohne sich irgendwie wirklich mit ihnen zu beschäftigen. Damit würden wir unserer Verantwortung als Parlamentarier und auch der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht. In Zeiten von Klimakrise und Naturkatastrophen, aber auch in Zeiten, wo unsere Partner neue Prioritäten setzen. Als Regierungskoalition haben wir uns schon zu Anfang der Wahlperiode auf eine neue Handelsagenda für ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Handelsmodell verständigt. Und ich finde es dabei ehrlich gesagt etwas zynisch, Klimaschutz als Überfrachtung zu bezeichnen, wie Sie das immer wieder andeuten, liebe Union. Sie sagen ja selbst immer wieder zu Recht, die in Deutschland ausgestoßenen Emissionen machen nicht den einen entscheidenden Unterschied fürs Weltklima. Und das ist genau richtig. Und genau deshalb müssen wir doch schauen, für welche Emissionen und Umwelteingriffe wir auch andernorts verantwortlich sind. Gerade in waldreichen Regionen. Und nicht zuletzt deshalb begleiten wir Ratifizierungsprozesse stets eng und konstruktiv. Und zugleich müssen wir natürlich auch unseren Partnern den nötigen Respekt entgegenbringen. Die Zeiten sind schlichtweg vorbei, in denen wir unsere Partner im globalen Süden als Rohstoffzulieferer bezeichnen können. Sie erheben zu Recht den Anspruch, Wertschöpfung im eigenen Land zu halten und auszubauen und wünschen sich auch einen fairen Zugang zum europäischen Markt. Es ist nicht einfach, all diese Ansprüche zusammenzubringen. Sie einfach auszublenden, bringt uns aber auch kein Stück weiter. Unser Ziel ist, mehr Partnerschaften ermöglichen und dass unser Weg, nämlich eine gewisse Sensibilität für die unterschiedlichen Belange zu zeigen, genau zu diesem Weg führt, zeigt die Anzahl an Handelsabkommen, die diese Koalition ratifiziert hat, im Vergleich zu Vorgängerregierungen. Da waren es nämlich null. Ein Paradebeispiel ist CETA, und CETA zeigt zugleich auch gut, wo es gerade in der EU-Handelspolitik in Wahrheit hakt, nämlich in anderen europäischen Ländern, die mit massiven innenpolitischen Widerständen konfrontiert sind. Auch bei Mercosur zum Beispiel spielt die Bundesregierung eine aktive, konstruktive Rolle, um ein gutes, nachhaltig tragendes Handelsabkommen zu ermöglichen. Das Blockadepotenzial geht von anderen Ländern aus. Ja, es ist nicht immer leicht in der EU. Aber wo wären wir ohne sie, ohne den gemeinsamen Binnenmarkt? Es wäre ungleich schwerer, Partnerschaften und attraktive Abkommen abzuschließen. Daher zum Ende ein ganz klarer Appell. Lassen Sie uns diesen Binnenmarkt und unsere EU stärken mit politischen Mehrheiten im nächsten Europäischen Parlament, die für Offenheit und Zusammenarbeit einstehen. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache zwischen den Fraktionen. Ist verabredet, den Gesetzentwurf auf Drucksache 11614 an die Ausschüsse zu überweisen, die Sie in der Tagesordnung finden. Damit sind Sie einverstanden. Dann werden wir so verfahren. Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf Tagesordnungspunkt Nummer